Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich bin Shindy81 und mit dabei ist wieder die Hani. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir Tag 87. Live haben wir es am Mittwoch. Das heißt, heute ist auf jeden Fall wieder einmal in Friends angesagt. Winnie braucht noch einen kleinen Moment, ist natürlich wieder als Moderator mit dabei. So, dann machen wir mal Licht an. Karl, ich huldige dir. Indem ich ein paar Mal in die Knie gehe. Ja, schön. Wessen Moped ist denn das hier? Das ist bestimmt deins, ne? Weil das zeigt er mir jetzt noch nicht. Ich glaube, du bist noch nicht im Spiel drin. Meins zeigt Ja, er hinten. ich glaube, ich bin zum Friedhof mit dem Moped gefahren. Ja, du hast ja hier noch die schönen Steine aufgestellt mit Ja. den Namensschildern dran. Das ist auch okay, auch eine schöne Sache. Ja, da fehlen ja noch welche. Stell dir Klaus mal fehlt, glaube ich, noch. vor, du spielst mit mehreren und dann machst du PvP und dann hast du da so eine Wand, wo die Namen aller deiner erlegten Gegner dran landen. Das wäre auch so cool. Hallo. Hallo. Wo können wir denn jetzt Klaus noch beerdigen? Ja, sind noch ein paar Plätze frei. Ich denke mal, ein paar Steine wirst du wahrscheinlich noch haben oder herstellen Ach können. hier. Ich würde einfach mal gucken, ob wir im Friedhof schon was finden hier. Nö, ist alles noch leer. Okay. Na, guck mal hier. Hier ist doch gut. Er schwitzt mit seinem schwarzen Ledermantel. Was habe ich jetzt gesagt? Klaus, ne? Klaus, genau. Oder habe ich Karl? Nee, 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 wen Klaus habe hast du ich jetzt? gesagt. Alles gut. So, das wird zerlegt. So, bin wieder da. So, ich glaube, ich ziehe mal den Mantel aus. Ihm ist schon ganz schön warm geworden. Hast du schon be begrüßt? Ja, ich habe schon begrüßt, Willi. Ich habe schon Bescheid gesagt, dass du ein kleines Momentchen brauchst. So, ja, dann Ein Namen zusammen. Einladung ist da. Gut. Ja, ich muss ja meine Igel noch fertig machen. Genau, muss mal gucken, ob du mit der Einladung reinkommst. Wenn nicht, lade ich dich halt nochmal ein. Ne, ist kein Thema. Übrigens bin ich heute in der PS5-Version von Assassin's Creed Mirage rausgeflogen. Da gab es irgendwie ein kleines Cloud-Problem mit dem Ubisoft. Ja, man kann ja da Herausforderungen machen für Ubisoft und kriegt da so ein paar Taler und kann sich dann ein paar Cosmetics oder sonst irgendwas holen. Ne? Und da hat er mich eiskalt rausgekantet, habe die Konsole neu gestartet, dann lief es wieder. Das nur mal so nebenbei, wer denselben Fehler hat auf der PS5, einfach mal Konsole neu starten. Passt das schon. So. Mein Messer hatte ich ja abgelegt, das wollte ich ja so nicht. So. Die haben wir schön lang gemacht hier. Och, und die Bäume wachsen wieder, das ist gut. So. So, gucken wir auf jeden Fall mal in die Kiste. Heute für einmal in France. Siehst du, Munition muss ich mal gucken. Da war ja gestern was durchgelaufen. Ich guck mal, ob das Schießpulver schon durchgelaufen ist. Dass wir nochmal Munition anstellen. Naja, ist noch nicht alles durch. Ich pack's mal noch kurz weg. Aber Schießpulver sieht schon nicht schlecht aus. 1250 haben wir eine Kiste. Ein bisschen was zieht da noch durch. Das ist für mich okay. So, das hier kann ich eigentlich lesen. Ich brauche ja noch ein bisschen für Wissenschaft. So, Hunger hat er wieder. Mein guter. So, dann gucken wir auf jeden Fall erstmal noch in die Holzkiste, Gani. Da gucke ich mal rein, wie viel wir da noch haben. So, 2, 4, 6, 6000er Stacks haben wir. Ja, ist gut. Also 36.000 Holz. Wenn wir Bock haben, können wir die heute alle verbraten, werden wir sehen. Aber ich glaube, wir machen das so, wie wir es standardmäßig haben. Ne? Eine Stunde schön, einmal an Friends. Ja, ich komme mal zurück und hol mir mal Ja, Holz. ja, ja, ja. Oh, Hani war fleißig. Die hat schon für die ganze Familie Kuchen gebacken. Ich komme dann Und auch mal, wenn dann Schinken mit Sachen Speck gemacht und so. durch die Schrot finde, Schrott, Schrot, weiß schon. So, dann essen wir eben hier mal was rein. Dann kriegst du noch ein bisschen was zu trinken. Damit der arme Junge nachher nicht Bauchschmerzen kriegt oder sowas. So, Mantel packe ich mal weg. Dann nehme ich mir mal hier so einen Clownhammer mit.
bisschen Aufwertungswerkzeug und so. Ein paar Steine. Und dann gehen wir mal zur Armor und Friendsputze und gucken uns das mal an. Paar Lagerfeuer müsste ich eventuell herstellen. Bisschen Beton Oh, muss ich auch einmal die nehmen. kennen wir noch hier. Nicht mit zum Reparieren. Ja, ich hatte mein Messer nicht dabei. Lotti, hör jetzt auf. So. Dann machen wir das hier auch noch. Ein bisschen geschmiedetes Eisen nehme ich jetzt mal noch mit. Das. Beton. Du, die Okay. Schrot ist jetzt bei Hani mit in der Kiste, oder was? Nein, die ist hier im kleinen Büro in der Waffenkiste. Die rechte von den dreien ist es. Da ist die Schrot drin. Ist eine abgesiegte. Und Munition ist die mittlere Kiste davon. Ja, ich habe aber auch eine Schrot, wollte ich nur sagen, ne? Nicht, dass ihr da alles rausnehmt. Okay, dann musst du dich damit wie die ein bisschen arrangieren. Aber ich denke, das kriegt ihr hin, ne? So, ich mach mal hier zu. Und gehe schon mal rüber. Mal gucken, ob irgendwas repariert werden muss bei der Einmal-in-Friends-Geschichte. Ja, mit der Keule wird da wohl nichts, glaube ich. Ja, ich nehme mir mal noch Holz mit, ne? Auf Krieger, Eimer und Friends. Ja, also das, was da drin ist, kannst du komplett alles mitnehmen, so wie du es brauchst. Und dann werden wir einfach demnächst nochmal ein bisschen Holz farmen, dass wir da wieder einen ordentlichen Satz kriegen. Ich muss erst noch hier mein Scharfschützengewehr erstmal Guck mal, holen. da die schönen Bäume und dann dieses Haus, das passt doch total super mit den grünen Bäumen. Finde ich super. So, dann machen wir mal ein bisschen Licht an, dass wir hier auch was sehen. So. Lagerfeuer repariere ich jetzt auch, deswegen habe ich Stein mitgenommen. Na, aufwerten kann man die nicht. Ist ja auch okay. So, die Reihe hatte ich jetzt, aber ich glaube, ich hatte hier jetzt. Okay, geschmiedeten Stahl. Gucken wir mal hier rum. Irgendwas muss bei mir in der Nähe sein, glaube ich. Aber kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. Ich will erstmal reparieren, soweit, wenn es mir zu nahe kommt, dann. Kriegt's was mit der Keule. Ich glaube, die wissen schon, was abgeht heute. Meinst du? Irgendwie hört sich das so an, als wenn das nicht nur einer ist. Die sind hier irgendwie bei unserer Blutnachtputze. Ja, da hinten sehe ich sie schon. Die krabbelt auf den Stacheln. Naja, lass mal krabbeln. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Hani, wollen wir das vielleicht mal probieren mit der Gefängnistür vorne? Dass wir die Ich Klappe dachte, weg. das hatten wir. Ich dachte, das war sowieso der Plan. Ja, das hatten wir sowieso vor. Weil bei dieser Luke, die kommen immer nur bei dieser Luke an. Irgendwie Ja, wird mir das darum. ein bisschen viel und die glitschen da gerne durch. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz cool. Boah, da ist ja auch. Okay, hier fehlt das Aufwertungszeug, um das hochzumachen. Ja, ist natürlich schade, ne? So, hier hinten laufen sie wieder rum. Ist das eine Wanderhorde oder was soll das hier sein? Ja, die wollen wir schon in den Süden. Na, Erwin. So, eins, zwei, irgendwas ist hier noch. Karl, was machst du in so einer Blutmundputze? Das ist aber nicht in Ordnung, was du da so machst. Okay. Hier ist noch einer. Karl, nicht da unten rein. Ich dachte, du wärst schon lang gewesen. Na gut.
Okay, auch nichts Gutes dabei. Gut, die Feuer habe ich erstmal soweit alle repariert, die hier noch so stehen. Ja, das kann ich nicht reparieren erstmal. Ach, du bist schon dabei. Okay. Lagerfeuer. Ich stelle mal noch ein paar Lagerfeuer hin, da wo die kaputt gegangen sind. Dann kannst du da auch Feuer nachlegen. Feuerholz. So, hier ist auch noch eins. So, dann gehen wir mal rum. Sind hier hinten auch noch alle da? Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich hier was reparieren kann. Das kann ich natürlich nicht reparieren, war klar. Da ist nichts kaputt. Hier kann ich nicht reparieren. Hier kann ich mal gucken. Huch! Jetzt habe ich es aufgewertet aus Versehen. Ja, dann muss ich es für die Optik bei den anderen auch machen, ne? So. Ja. Hier ist auch einmal versehentlich schon aufgewertet worden. So. Dann machen wir es hier bei den Ecken auch. So, dann werde ich mal von innen den Beton noch ein bisschen und die Eisenstangen mal ein bisschen reparieren. Aber hier, Hani, müssen wir irgendwie das Tor ein breiter machen, weil das, weil die Gefängnistür, die hat ja Ist zwei breit. eine Zweierbreite, ne? Das ist es ja. Okay, hier ist ja. Klopft er hier zweimal drauf. So, erstmal repariere ich nur die Eisenstange, dann gehe ich noch mal rum. Das war da. Also an dem Beton haben sie kaum Schaden gemacht. Das ist nicht erwähnenswert. Noch nicht mal 100 Haltbarkeit weg. Huch, das wollte ich so nicht. Schon wieder. Zwischendurch mal einen aufgewertet auf Stahl. Ja, das passiert. Geht so schnell, ne? Ach, schon wieder. ja. So ist das, wenn du zu lange gedrückt hast, dann klopft da noch mal drauf und dann, wenn das Material dabei hast, dann wertet er es auf. Ja, hier war meine eigene Schuld. Zack, zack, hier noch mal. Man kann es natürlich auch langsamer machen, aber man möchte auch fertig werden, ne? Ist halt so der eigene Anspruch an sich selbst. Selbst hier ist ein bisschen beschädigt, okay. Aber wichtig ist da, wo die Gegner dann anecken, wo sie dann stehen oder so, dass da das von der Haltbarkeit her stimmt. Okay, das ist soweit durch.
Feuer haben wir gesetzt. Hani ist ja noch dabei. Hab ich dich jetzt nicht markiert, ne? Hani ist ja noch dabei, das Holz reinzulegen. Gut, dann bringe ich das andere Zeug mal wieder weg. Also Nagelpistole ist dann doch besser zum Reparieren, ne? So, dann werden wir aber ein bisschen was noch machen. Wie gesagt, die Tür werden wir verbreitern. Wir werden da die Gefängnistür reinmachen und mal gucken, ob die immer noch so fixiert sind auf die Tür. Ob sie die irgendwie als Schwachstelle erkennen wollen. Ich habe keine Ahnung. Und die Gefängnistür, die hat ja eine ziemlich hohe Haltbarkeit. Von daher finde ich das gut. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie lange das dauert, die da herzustellen. Das dauert nicht lange, nur ein paar Minuten. Ja, ich glaube irgendwie sowas um die 2 Minuten war das letzte Mal, ne? Oder so was. Ich war Ist jedenfalls egal. nicht lange. Ist egal. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Machen wir, bevor wir da loslegen. Ich überlege dir nochmal, welche Waffen ich mitnehme. Welche Munition. So. Stahl nehme ich mit, Stein packe ich weg. Also Stein haben wir mehr als genug. Na, ist es hier. Wow. Oha. So, machen wir es so. So. Dann ziehen wir das Ganze mal zusammen. Wie viele haben wir denn? 862. Werde mal gucken, ob wir auch so viel Munition dann rauskriegen. Na, momentan nicht. So. Packe ich die Munition mal noch rein. So, dann wollen wir mal gucken. Der stellt noch ein bisschen Munition her, ist klar. Der macht noch ein bisschen Schießpulver. Der macht auch noch mal ein paar Schuss. Den Rest packen wir jetzt erstmal rein. So, okay. Ja, da macht sich das mit dem Blei wieder bemerkbar, ne? So, Blei habe ich jetzt eingeschmolzen. Dann machen wir erstmal. Okay, Hülsen hatte ich ja wieder hergestellt, das ist gut. Dann ziehen wir mal Geschossspitzen durch. Okay, da macht er auch noch mal 1000, das ist gut. Dann bringen wir das mal hier drin. Okay, 1, 2, 3000, okay. Geschosshülsen haben wir über 3000 jetzt. Das finde ich schon mal okay. So. So. Okay. So. So, ich wollte ja noch was anstellen. Dann machen wir jetzt erstmal. Gucken wir erstmal nach der Gefängnistür, wie lange die braucht und was wir da brauchen. So, Gefängnistür da. Schraubenfedern, mechanische Teile und geschmiedeten Stahl. Okay, habe ich alles da. Schraubenfedern hole ich mal noch kurz raus. Mechanische Teile auch. So. Aber jeweils nur 2 Schraubenfedern und 2 mechanische Teile. Finde ich schon mal gut. Geschmiedeten Stahl, 12 brauchst du für die Gefängnistür. Finde ich jetzt nicht verkehrt. So, die stelle ich jetzt einmal an, würde 46 Sekunden brauchen. Ach Quatsch. Das wollten wir ja. Gefängnistür stelle ich mal an und schieb mal die Munition dahinter. So.
Nehmen wir das, was fertig ist, schon raus und packen es erstmal rein. So. Also von der 762 habe ich lungern hier noch 2400 Schuss drin herum. Ich habe aber noch nichts rausgenommen. Ich habe mir schon bald weggenommen. Okay. Und er stellt nachher nochmal 662 her. So. Die brauchen ein bisschen Zeit. Was? 6 Sekunden. 3, 2, 1. Jawohl. Nehmen wir. Okay. Dann packe ich schon mal die Materialien ein bisschen zurück. So. Schraubenfedern, mechanische Teile können wir da rein. Die packe ich mir mal schon ins Inventar. Hani, hast du dein Werkzeug zum Kaputtmachen auch dabei? Nee, aber ich muss eh gleich nochmal zurück. Okay. Na, im Zweifelsfalle mache ich das dann. Ist nicht weiter tragisch. Ich habe ja auch einen guten Erdbohrer, den nehme ich mal mit. Stahlgerüste nehme ich auch mal mit. Ich glaube, ein bisschen Stahl zum Aufwerten nehme ich auch noch mit. Wir brauchen ja die Säulen neben der Tür, die ein bisschen massiv sind und das Ganze dann stützen. Die soll ich wahrscheinlich vorher setzen, bevor ich die eine Seite wegnehme. Okay, schieben wir mal geschmiedeten Stahl hier rein. Dann holen wir uns mal ein bisschen Sprit. Und Alma ist da. Achso, viel brauche ich gar nicht. Okay, geschrien hat sie. Oh, da kommt auch schon ein Hund. Ja, da habe ich Bock drauf. Oh, dass diese Scheißviecher sich immer so ekelhaft bewegen, ne? Ja, das ist ekelhaft. Triffst du gar nicht richtig. Schmerztabletten haben sie dabei. Mehr war es nicht. Ein Hund, Krabbelheinz und Alma. Okay. So, Schmerztabletten schmeiß ich mal hin. Ja, muss nicht immer so viel sein, ne? Das kommt ja nachher noch. Das wird noch schön. So. Den Erdbohrer repariere ich mal gleich. Nehmen wir mal auch. Ah, jetzt habe ich die Dinger da umsonst repariert, ne? Das ist egal. Dann ist es halt erstmal so. Ich habe noch überlegt, das wäre bestimmt ganz cool, wenn man diese Gefängnistüren in jede Wand mehrfach einbaut, weißt du? So, dass du quasi eine Wand aus diesen Gefängnistüren hast, dann kannst du überall raus und rein. Und hast, ja, und hast übelst die Haltbarkeit. Du kannst da durchschießen. Ne? Also die Haltbarkeit ist... ich glaube, fast viermal so hoch wie die Eisenstange. Ne? Also wenn man sich ja, richtig absichern will, kann man ruhig sowas nehmen. Das geht. Auf jeden Fall sollten wir da auch was aufmachen. Machen wir den erstmal hin, dann werten wir das schon mal auf. Guck mal, der wertet das gleich auf die zweite Stufe auf, ne? Merkst du es? Mhm. Ja, mein Erdbohrer bringe ich jetzt nicht mit. Ja, ich bin mit meinem schon am Gange. Das ist schon ein bisschen laut, es tut mir so leid, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber das mit der Lupe stört mich tatsächlich sehr. Können wir mal gucken, ob die wieder am Eingang da rumhängen oder.
Das ist schon ordentlich Haltbarkeit. 12.000. Cool. Hier. 6.000. Ganz ehrlich, die Gefängnistür hat mehr Haltbarkeit als ein verstärkter Betonblock. Das ist Hammer, oder? Ja. Das glaube ich 8.000, ne? Über 10. Über 10? Da ist ja Karl. Ich höre wieder nichts. Wenn jetzt ein Gegner kommt, der kriegt einen Bohrer ins Gesicht gehalten und dann kann er sich ein Piercing reinstecken, weißt du? Künstlicher Darmausgang auf Kopfhöhe. Oh. Die Luke war jetzt bei 8000, Hadi, die war runter auf 2300, ne? Ja, das ist... Aber es sind 2x8000 und dann müsste die, glaube ich, verschwinden. Nochmal? Ist die verbuggt? Das ist doch schon das dritte Mal. Mit 8000 hier. Oh, guck mal, jetzt geht die richtige kaputt. Das verbiegt sich schon hier. Schön. So, jetzt ist er aber weg. Okay. Ich hatte schon Angst, die geht gar nicht kaputt, du. Ach doch, dauert bloß ein bisschen. So, okay. Dann nehmen wir mal die Gefängnistür hier rein. Ja, die machen wir auch, glaube ich, so rum. Das passt dann. Dann können wir das Feuer nämlich stehen lassen. Die reagiert so ein bisschen verzögert. Mit Federung irgendwie, dass sie nicht richtig anschlägt, ne? Das ist... Aber cool. So, um das mal kurz zu sehen. Die hat jetzt hier eine 10.000er Haltbarkeit. Mit Stahl können wir die wieder reparieren. Wie jetzt? Mega nice. HD? Okay. Wenn ich das richtig... Mhm. Kann man die aufwerten noch weiter? Nö. Weiß ich nicht. Der hat mir gerade was von Aufwertungszeug gezeigt, aber ich glaube, da war ich bestimmt hier auf dem Betonblock oder so. Ja, aber cool. Dann hat das Ding jetzt eine 10.000er. Klopfen wir mal hier kurz drauf. Guck mal, die hat bloß 2.500, die Eisenstangen. Wenn wir hier überall so eine Gefängnistüren reinziehen, dann sind wir komplett safe. Da kann nichts mehr durchkrabbeln oder so. Aber mir ging es bloß wirklich darum, dass sie nicht am Eingang so rumlungern. Wir können mal gucken, ob wir dann trotzdem noch ein bisschen was mit Keule machen können. Weißt du, wenn die so dichter kommt bei uns. Ne? Mal gucken, was das so bringt. So, okay. Gefängnistür ist drin, repariert ist alles. Feuer ist... Muss das so hier... Okay, dann haben wir das schon mal soweit alles zusammen. So, dann können wir das auch nochmal auf Stahl aufwerten. Kriegt das nochmal ein bisschen Haltbarkeit. Sieht jetzt natürlich doof aus, ne?